Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, weil ich vor ein paar Tagen etwas hochgeladen habe. Und zwar eine Roomtour von dieser Wohnung hier. Also eine Wohnungstour, keine Roomtour. Die habe ich seit über 3 Jahren, in denen ich jetzt hier wohne, nicht gemacht. Und ich wollte sie unbedingt jetzt noch machen, weil ich hier jetzt ausziehen werde. Es ist ein bisschen crazy, das zu sagen. Und es macht mich auch ein bisschen emotional. Ich heule jetzt nicht. Ich heule jetzt nicht. Ich werde aus meiner ersten eigenen Wohnung gegenüber von meinen Eltern ausziehen und werde mit meinem Freund zusammenziehen in eine andere Wohnung, worauf ich mich sehr freue. Aber das bedeutet auch, dass ich diese Wohnung hier verlassen muss, was sehr schade ist, weil ich diese Wohnung hier sehr liebe. Und ich jetzt nicht anfangen will zu heulen. Was ist denn jetzt los? Oh, manchmal bin ich so nervig. Manchmal bin ich so eine richtige emotional Bitch, die es nicht auf die Reihe kriegt, bei jeder Kleinigkeit nicht zu heulen. Ich fange wirklich in den unterschiedlichsten Situationen an, manchmal einfach zu weinen, obwohl gerade alles okay ist. Obwohl das schon ein emotionales Thema ist jetzt hier gerade. Jedenfalls, ihr habt es richtig gehört, falls ihr mein Video noch nicht gesehen habt, dann wisst ihr es jetzt. I will move out of this place. Ich habe die Roomtour schon hochgeladen. Ich habe sie jetzt gerade gedreht. Ich bin gerade dabei, alle Dateien runterzuladen. Zu dem Punkt, wo ihr das hier seht, wird die Roomtour schon online sein. Mit dem Punkt, dass ich diese Roomtour gedreht habe, fängt jetzt auch der Packprozess an. Ich werde nämlich in 2 Tagen schon ein Umzugsunternehmen hier in dieser Wohnung haben, die meine ganzen großen Sachen hier rausträgt. Ich werde noch nicht komplett hier ausziehen. Mein Ankleidezimmer und mein Drehbereich und alles wird noch hier bleiben, aber die ganzen großen Möbel, die werden jetzt schon rüber in die andere Wohnung kommen in 2 Tagen und ich habe noch nichts gemacht. Ich habe noch keinen einzigen Teller gepackt, noch gar nichts, weil ich unbedingt diese Roomtour drehen wollte, bevor ich irgendwas anrühre, damit alles genauso aussieht, wie es auch wirklich aussieht, weil ich unbedingt eine Erinnerung habe, also eine richtige Erinnerung haben wollte an diese Wohnung, so dass ich es mir angucken kann, wie es wirklich aussah. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das halt nie gemacht. Zwar hat man immer in meinen ganzen Videos überall meine Wohnung gesehen, aber so ein richtiges Video nur über die Wohnung, das gab es halt noch nicht. Deswegen wollte ich das unbedingt machen, bevor ich hier irgendeinen Finger krumme und irgendwas packen werde. Oh, es ist so schwierig. Ich bin einerseits froh, mit meinem Freund zusammenziehen zu können, weil, as you maybe know, we have a Fernbeziehung and it's not very nice because we don't see each other so often and why do I talk English now? I'm very annoying, I'm sorry. Und es wird jetzt halt alles anders. Worauf ich mich freue, bevor ich Angst habe, bevor ich Respekt habe, it's just, alles wird anders sein. Und vor Veränderungen habe ich sowieso immer Angst. Ich bin so eine kleine Gewohnheitsmaus. Ich mag nicht, wenn Sachen ganz doll anders werden. Es wurde jetzt aber einfach mal Zeit. Ich habe schon super lange darüber nachgedacht, ob ich mit ihm zusammenziehen möchte oder ob ich in eine andere Stadt ziehen möchte oder ob ich hier bleiben möchte. Und ich habe mich jetzt dann vor einigen Monaten dazu entschieden, dass ich gerne mit ihm zusammenziehen möchte und dass das nicht hier sein wird, weil mein Freund in einer anderen Stadt studiert, in Mainz, wie ihr eventuell wisst, und deswegen kann er nicht hierher ziehen. Ich wollte irgendwie auch einfach mal was Neues. Wisst ihr, also ich habe immer hier gewohnt, schon immer, und ich liebe es hier, versteht mich nicht falsch. Aber ich dachte, wenn ich irgendwo anders hingehe, dann jetzt, wo ich noch jung bin, weil ich weiß, dass ich eigentlich irgendwann schon wieder hier in die Area ziehen möchte, also dass ich hier eigentlich in der Nähe von meinen Eltern leben will. Aber ich bin nie ins Ausland gegangen, ich bin nie irgendwie in eine andere Stadt studieren gegangen oder sowas, und ich meine, ich bin 23, ich kann noch so viel machen, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen überdeep alles. Und man muss ja auch nicht von zu Hause wegziehen oder sowas. Das ist ja alles jetzt keine Regelung, dass das wichtig ist, in jungen Jahren irgendwie mal woanders zu wohnen oder sowas. Um Gottes Willen, absolut nicht. Es ist auch ein bisschen crazy, dass ich so denke, weil ich sowieso so viel unterwegs bin in verschiedenen Städten und dann halt einfach immer wieder hier nach Hause komme. Und ich werde auch immer noch weiter wieder hier nach Hause kommen. Ich werde ein Zimmer im Haus von meinen Eltern wieder haben. Und im Keller. Das zeige ich euch dann irgendwann mal. Aber halt nicht mehr gegenüber wohnen. Was verrückt ist. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde oder nicht, weil ich bin so ein kleines Zuhause-Kind. It's a change. Ich glaube, ich brauchte meine Veränderung. Die werde ich jetzt machen. Wie gesagt, ich bin eine kleine ängstliche Kuh, die Angst vor Veränderungen hat. Und deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen, oh Gott, Hilfe. Und ich bin auch ganz ehrlich, immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass ich jetzt hier ausziehe, am Denken, oh Gott, Hilfe. What am I doing? Ist es ein Fehler? Soll ich lieber zu Hause bleiben für den Rest meines Lebens? Oder ist es gut, dass ich das mache? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich freue, mit meinem Freund bald zusammen zu wohnen. Und es
ein neuer Abschnitt in meinem Leben wird und ich neue Erfahrungen machen werde und möchte. Klar, mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem ganz großen lachenden Auge. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier gerade aus diesem Anfang des Videos so eine absolute Therapiestunde mache. Ich musste das gerade irgendwie mal loswerden, weil ich in der Roomtour auch nicht so richtig darüber erzählt habe. Ja, ich sowieso die letzten Monate das zwar alles schon wusste und auch die Schlüssel schon übergeben haben und so. Die Wohnung ist schon da. Everything's there. Aber ich habe davon noch nichts erzählt und ich wusste die ganze Zeit nicht, wann ich jetzt dazu was erzählen soll. Und deswegen erzähle ich euch jetzt einfach alles auf einmal. Und ja, es ist jetzt schon 17 Uhr. Ich habe die ganze Bude hier aufgeräumt, weil ich die Roomtour gedreht habe und morgen auch schon jemand kommt, sich hier diese Wohnung anschauen, der hier vielleicht nach mir reinziehen möchte. Der sie besser appreciated, weil diese Wohnung ist so wunderschön. Mein Papa hat die fast komplett alleine renoviert. Ich weiß nicht, ob ihr euch damals noch an die ganzen Umzugsvlogs erinnert. Das war hier eine absolute, komplette Baustelle. Mein Papa hat es so unfassbar schön gemacht. Ich liebe es hier über alles. I mean, look at this Badezimmer. It's like the prettiest thing ever. Und deswegen hoffe ich, dass das nette Leute sind. Darum geht es, soll es auch gar nicht gehen. Ich wollte hier jetzt gar nicht hier so eine Session daraus machen, Leute. Mann. Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich wollte. Ich bin einfach gerade durcheinander. Ich kann das nicht. Abbruch. Ich filme gleich weiter. Hallo, ich habe mich beruhigt. Ich stehe jetzt hier mit Umzugskarton Nummer 1 in meinem Schlafzimmer. Ich habe ja gerade schon erzählt, morgen kommen die ganzen Möbel... Nee, übermorgen kommen die ganzen großen Möbel hier raus. Und zwar mein Bett, diese Schränke hier, die Kommode, also quasi mein ganzes Schlafzimmer, die Couch, die TV-Bank, der Fernseher, der Esstisch, die Stühle zum Esstisch und diese zwei Regale hier. Das ist erstmal alles, was wegkommt. Und warum macht meine Kamera diese komischen Streifen? Hallo? Ich glaube, es hackt. Okay, ich glaube, es ist weg. Erstmal kommen diese Sachen weg, damit man in der anderen Wohnung schon leben kann. Damit da ein Bett steht, damit da ein Sofa steht und man sich da langsam einrichten kann. Dann werde ich den Rest, also meine Klamotten, mein Drehzimmer und alles nach und nach rüber in, also was heißt rüber, in die andere Wohnung fahren. Weil ich hier so unfassbar viel ausmisten muss, Leute. Das ist wirklich nicht normal. Ich habe über die Jahre so viel Scheiß angesammelt, den ich nicht benutze, den ich nicht trage, der für Videos gekauft wurde, die ich logisch dann nur einmal gebraucht habe. Ich habe so viel Schrott, den ich wirklich nie benutze und der ganz, ganz dringend ausgemistet werden muss. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich werde erstmal die ganzen großen, einfachen Sachen rüberbringen. Rüber. Es ist nicht rüber. Es ist eine andere fucking Stadt. Und dann den ganzen Rest, also meine Kleinkramsachen und Klamotten und alles nach und nach ausmisten und mir richtig viel Zeit dafür nehmen, damit ich bloß keinen Quatsch mitnehme, den ich nicht brauche. Ich werde das alles ausmisten, spenden, verkaufen, verschenken und werde das vermutlich auch alles hier auf dem Blogkanal mitnehmen, soweit es mir möglich ist, weil ich liebe solche Videos. Darüber freue ich mich tatsächlich bei diesem Umzug fast am meisten. Aber wie funktioniert das hier? Hä? Ich verstehe diesen Umzugskarton nicht. Wie soll denn das jetzt gehen? Hä? Guck mal, hier sind nur so, hier ist nur ein Teil. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich möchte mich von meinem ganzen Scheiß trennen, den ich nicht mehr brauche. Und jetzt habe ich, glaube ich, begriffen, wie das hier funktionieren soll. Und ich liebe Umzugsvideos und Ausmistevideos und deswegen werdet ihr davon ganz, ganz viel in den nächsten Wochen und Monaten bekommen. Das hier ist der erste, in dem ich erstmal nur zusammenpacke. Ich glaube, ausmisten wird hier nicht viel passieren. Aber it's a start. Und das allererste, was ich zusammenpacken werde, ist dieser Schrank da. Mit so ungefähr den wertvollsten Dingen, die ich besitze, vom Geldwert her. Und zwar sind hier meine ganzen Taschen drin, Leute. Ich glaube, ich habe da noch nie so richtig drüber geredet, aber ich bin ein absolutes Taschenopfer von Marken, die absolut überteuert sind und die eigentlich kein Mensch braucht. I'm obsessed und ich liebe es und es ist, ich kann nichts dazu sagen. Ist mir unangenehm, aber ich stehe dazu. Ich stehe halt einfach auf teure Taschen. Das ist meine Bekenntnis. Und die werde ich jetzt fein säuberlich einräumen in alle Staubbeutel, die ich finde und somit dann in den ersten Umzugskarton packen. Manche von den Taschen packe ich jetzt auch einfach zurück in ihre Verpackung, weil ich sie da, glaube ich, am sichersten transportieren kann. Und das sind meine Babys und deswegen müssen die sicher transportiert werden. Hier ist noch ein Buch. Das Ding ist auch, von manchen Sachen habe ich die Staubbeutel und alles halt gar nicht mehr, weil ich eine unordentliche Kuh bin und keine Ahnung habe, wie man mit Luxustaschen umgeht. Aber nun ja, das kommt jetzt erstmal hier rein. So ist gut, oder? Wie wunderschön diese Tasche ist. Ich bin einfach ein richtiges Opfer. So, hier sind jetzt ein paar drin. Hier ist nur eine drin, aber egal. Auch ein bisschen staubig da drin. So, next bag.
Und hier kommt jetzt auch einfach noch meine Pelo-Bauchtasche dazu. Sie ist auch wertvoll, okay? Sie hat 8 Euro in einem Tabakladen gekostet, aber darum geht's auch nicht. Schrank ist leer. Jetzt bin ich gerade hier dabei, diese Kommode leer zu machen, Leute. Es sind schon 2 Umzugskisten komplett vollgepackt. Ich dachte irgendwie, ich brauche weniger für den kleinen Bereich da. Aber ich habe jetzt hier schon meine Massagepistole drin. Und Leute, ich habe gerade dieses Teil hier wieder gefunden. Das ist dieses Galaxy-Ding. Ich mach das mal kurz an. Wow. Oh mein Gott. Wie schön. Ich glaube, das hatte zu Anfang der Pandemie so einen krassen Hype, dieses Ding. Benutzt das noch irgendjemand von euch, der das hat? Das wird nicht ausgemistet, das kommt mit. In dieser Schublade hier befinden sich 2 fette Winterjacken. Diese Dinger brauchen ja sowas von eigenen Umzugskarton. Damit beschäftige ich mich später. Dann haben wir hier irgendwelche komischen Kabel. Und die Griffe von diesen Schränken, die ich einfach nie angebracht habe. Direkt mit hier rein, damit ich das in der neuen Wohnung hoffentlich direkt machen werde, weil es nervt so krass, die immer so von unten mit meinen Füßen aufmachen zu müssen, was meistens nicht mal klappt. Nächste Schublade ist eine absolut random Schublade. Das hier ist ein Pool-Floaty. Das ist Winxy! Das ist von Joey, das Hundeplüschtier von seinem Hund Wummel. Ich habe den tatsächlich auch eine ganz lange Zeit zum Kuscheln beim Schlafen benutzt, aber irgendwann habe ich dann keine Lust mehr auf Winxy. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich Winxy mit in die neue Wohnung nehme oder ob ich Winxy vielleicht spende, damit sich jemand anders über Winxy freut. I'm sorry, Joey. Ich liebe Winxy. Und, das liebe ich ja, das sind irgendwelche Duschgele und Mists, die ich mal in Amerika gekauft habe, die ich einer Freundin schenken wollte zu Weihnachten, es dann aber einfach nie getan habe und deswegen liegen sie die ganze Zeit hier drin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch tun soll, also ob ich das noch verschenken soll oder ob ich es mittlerweile einfach selbst behalte. Oh, das riecht sehr gut. Das ist von Bath & Body Works. Vielleicht kennen das von euch noch einige. Das hatte mal eine Zeit lang so einen Hype und ich glaube, es hat es auch immer noch eigentlich. Also in Amerika ist es voll das Ding. Aber ich glaube, verschenken sollte ich das jetzt nicht mehr. Das wäre ein bisschen unangenehm. Und hier ist eine süße Karte. Die gehört auch komplett woanders hin. Warum liegt die da drin? Okay. Ich tue das aber erstmal zu meinen Badezimmersachen, glaube ich. Ich habe Sachen an Orten, die machen wirklich so unfassbar wenig Sinn. Genauso wie diese Perspektive gerade. Wenn ich zu faul bin, dann verstaue ich die einfach irgendwo. Weil ich dann in dem Moment keinen Bock habe, die vernünftig wegzupacken. Genauso wie diese komische Weihnachtsmütze hier. Was macht diese Weihnachtsmütze bitte in meinem Schlafzimmer? Das macht gar keinen Sinn. Ich weiß aber auch nicht, wo meine Weihnachtsdeko ist. Ich meine, meine Weihnachtssachen sind... Ja, hier sind sie. Das kommt jetzt einfach hier zu meinen Weihnachtskugeln. Das hier ist sowieso auch das Beste. Und das ist mir fast schon unangenehm, das zu zeigen. Aber diese Packung hier, Lucky Charms, die habe ich irgendwann mal zugeschickt bekommen, glaube ich. Und die wollte ich auch einer Freundin schenken. Ich will so viel und tu so wenig im Endeffekt immer. Die ist einfach Juni 2020 abgelaufen. Lasst uns nicht darüber reden. In dieser Wohnung werden sowieso so viele unangenehme Dinge ans Licht kommen, während ich die ausräume. Es wird einfach ein absolutes Desaster, das kann ich jetzt schon sagen. Oh! Was soll ich mit diesen Boxen hier? So, ich will immer alles aufbewahren. Denkst du, ja, damit, das kann ich irgendwann noch verschenken oder damit kann ich noch irgendwas machen. Und im Endeffekt mache ich nie was damit. Ja, wohin jetzt damit? Oh Mann. Ich habe die Weihnachtssachen gefunden. Eine Etage tiefer habe ich meine ganze Weihnachtsdeko. Super viel, ich weiß. Ich glaube, ich werde das jetzt auch nicht in den Umzugskarton hier packen, sondern erstmal zu diesen anderen Weihnachtssachen, die ich da drüben gerade hatte. Ich werde den ganzen Scheiß jetzt mal beschriften, weil ich sonst safe sofort vergesse, was da drin ist. Das Schlafzimmer ist jetzt vollkommen fertig gepackt. Also ich meine, gut, das sieht für euch jetzt wahrscheinlich genauso aus wie vorher. Aber die ganzen Kisten sind jetzt voll mit den Sachen, die vorher hier überall drin waren. Also das ist komplett leer. Da ist nichts mehr drin, außer diese 2 Kissen. Die muss ich dann halt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo hin tun noch. Diese Umzugskartons sind so viel kleiner, als ich gedacht habe. Aber es war die einzige Größe, die es bei Ikea gab. Und ich dachte irgendwie so, dass das dann ein guter Deal ist, wenn ich die für 1,60 oder so kaufe. Anstatt bei Obi oder so für 1,95. Theoretisch dafür war es ein besserer Deal. Aber für 2,50 Euro gibt es halt diese hier. Diese ganz großen bei Obi. Und im Endeffekt denke ich mir so, hätte ich einfach die kaufen sollen, weil was bringt es mir jetzt ganz viel mehr von den Kleinen zu holen, als dann einfach ein bisschen mehr für die Großen auszugeben. Manchmal bin ich so ein unnötiger Sparfuchs, also so richtig bescheuert. Nun gut, egal. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall hier an dieses Regal, weil das wird ja auch mitgenommen von den Umzugsleuten. Ich mache jetzt als allererstes wirklich nur die Sachen, die von den Umzugsunternehmen mitgenommen werden und den Rest, da kümmere ich mich dann später drum. Auch wenn es jetzt irgendwie
irgendwie total drunter und drüber wirkt. Es hat einen Sinn. Ich nehme jetzt meine kleinen Mini-Umzugskartons und mache mich mal hier an dieses Regal. Und das wird eine richtige, absolute Abfuck-Qual, weil da ist so viel Scheiß drin, von dem ich eigentlich so denke, brauche ich nicht. Aber andererseits so denke, könnte ich nochmal für ein Video brauchen. Das ist so richtig so eine mega unangenehme Zwickmühle, ob ich das dann wegtue oder nicht. Weil ich habe so oft solche Momente, dass ich dann denke, oh, jetzt könnte ich das für das Video mega cool benutzen, aber dann habe ich es schon aussortiert. Und diese Umzugskartons falten, das geht mir auch jetzt schon auf den Keks. Obwohl es auch ein bisschen satisfying ist, die am Ende so perfekt zusammengefaltet zu haben. Obwohl sich das nach dem dritten Karton dann auch in Grenzen hält und dann auch nervig ist. So, ab geht's. Ich habe so viel Kram, wo ich mir wirklich denke, für welches scheiß Video habe ich das bitte benutzt? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Warum habe ich eine blaue Weihnachtsmütze? Kann mir das mal bitte einer erklären? Leute, ich bin gerade wirklich absolut verzweifelt, weil ich nicht weiß, wohin mit dem ganzen Scheiß. Und ich weiß, das klingt wie das absolute First World Problem und das ist es auch. Ich kriege tagtäglich so extrem viel zugeschickt, Leute. Ich versuche schon immer alles irgendwie zu verwenden, weiterzuschenken und keine Ahnung, irgendwie das dem einen Nutzen zu geben. Aber es sammelt sich halt wirklich über die Zeit so extrem viel an. Ich will mich da gar nicht drüber beschweren. Ich freue mich darüber. Ich bin dankbar dafür. Und deswegen sieht es jetzt hier halt auch nach einer halben Stunde schon einfach so aus, wenn ich jetzt diese Kiste öffne, Leute, ne? Es ist eigentlich der Traum jedes Make-up-Lovers, aber ich krieg einfach nur die Krise, wenn ich mir das angucke. Und zwar ist hier nur in dieser einen Kiste, ne? Also hier ist die zum Beispiel ist auch noch voll und hier überall liegt auch noch super viel von solchem Zeug rum. Hier sind so viele und auch wirklich richtig teure Make-up-Produkte, wo wirklich jeder einfach nur von träumen würde normalerweise. Und ich habe das hier einfach alles rumfliegen. Ich denke mir halt wirklich immer so, oh, voll toll, kann ich verschenken, kann ich meinen Freunden anbieten und sowas. Die freuen sich da extrem drüber. Aber im Endeffekt habe ich dafür dann nie Zeit oder vergesse es und so. Jetzt liegt das seit keine Ahnung wie lange hier drin rum. Ich habe da jetzt auch gar keine Pointe zu dem, was ich jetzt hier erzählen wollte, aber es ist wirklich richtig schlimm. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Dieser Umzug ist wirklich ein absoluter Segen eigentlich dafür, dass diese ganzen Sachen, die hier in meiner Wohnung einfach nur vergammeln, einen Besitzer finden können, weil ich alles endlich mal aussortiere. So viel kann ja ein Mensch gar nicht benutzen. Und ich bin ja wirklich keine klassische Beauty-YouTuberin mittlerweile mehr. Also schon lange, lange, lange nicht mehr. Und ich will wirklich gar nicht wissen, wie viel Leute zugeschickt bekommen, die sich wirklich online nur mit Beauty beschäftigen. Das hätte ich mir, als ich 14 war oder auch wahrscheinlich jetzt, wenn ich nicht in dieser Situation wäre, würde ich nur davon träumen, solche Sachen geschickt zu bekommen, gratis und... Ich hoffe einfach, dass die Sachen jetzt endlich mal einen Besitzer finden können, der sich darüber freut, der damit was anfangen kann, der sich das vielleicht sogar nicht leisten kann. Weil in meinem Besitz sollten diese Sachen wirklich nicht sein. I mean, what the fuck? Ich krieg die Krise. Okay, das könnte ich aber benutzen. Das ist Travel Size Hairspray, das konnte ich wirklich gebrauchen. Oh mein Gott. Okay, das werde ich nicht wegschmeißen oder weggeben. Das sind nämlich die Proben von meinem letzten Parfum, von dem gelben. Das sind die zwei ursprünglich auserwählten gewesen, zwischen denen ich mich dann entschieden habe für Spray to Play. So sahen die aus. Ich habe mich dann im Endeffekt für das hier entschieden. Es waren einmal Joy und Spark. So hießen sie ursprünglich mal. And that's my baby. Wie riecht das hier nochmal? Oh, auch gut. Aber ich bin sehr froh, dass ich Play genommen habe. Den ich jetzt im Endeffekt habe. Leute, ich habe Rückenschmerzen. Oh mein Gott. Ihh, nee. Oh Leute, guck mal, was ich gerade gesehen habe. Was ist das denn? Bro. Ach du Scheiße, guck mal. Er sieht absolut klein aus für euch jetzt gerade, aber er ist echt groß. Bro, was machst du hier? Geh weg. Wie kriege ich den denn jetzt weg, ohne ihn zu töten? Ich nehme einfach das hier. Das ist wahrscheinlich die dümmste Idee ever. Könnte sein, dass er mich gleich anspringt. Komm rein. Geh an die Wand. Ja, fein. Machst du ganz fein und jetzt bitte nicht auf mich drauf krabbeln. Jetzt krabbel vom Glas. Er krabbelt nicht vom Glas. Okay, vielleicht möchte er in mein Hochbeet. So, komm. Hier ist eine Pflanze für dich. Er bleibt einfach konstant am Glas. Und Wind juckt ihn auch nicht. Ja, fein. Das wollte ich.
Kleiner Zwischenfall. Eigentlich wollte ich euch erzählen, dass ich so ungefähr alles aussortiert habe, was ich dort aussortieren kann. Ja, eigentlich habe ich absolut nicht alles aussortiert dort. Das hier alles wird ausgemistet. Ich weiß nicht, ob das mit den ganzen Sachen aus den Videos funktionieren wird, wie zum Beispiel dieser seltsamen Perücke hier. Aber da sind auf jeden Fall auch Sachen bei, die, glaube ich, gut nutzbar sind. Ich werde morgen mit meiner Mama reden, was wir mit den Sachen machen. Meine Mama hat eigentlich immer für alle Sachen irgendjemanden und irgendeine Organisation oder so, die das gebrauchen kann. Deswegen werde ich das morgen mal zu ihr rüberschleppen und gucken, was ich damit oder was sie damit machen kann oder wir. Leute, ich habe solche Rückenschmerzen, ne? Weil ich den ganzen Tag gebückt war und Kisten gepackt habe. Ich habe jetzt in dem Zimmer hier auch wieder diese Kiste, die Kiste und die Kiste gepackt. Ich glaube, jetzt mache ich mich erstmal bettfertig. Kein Bock mehr. Es ist 22 Uhr. Es reicht. Ich habe gerade diese komplette Pulle Wasser hier in einem weggesüppelt, weil ich seit vielen Stunden nichts mehr getrunken habe und gemerkt habe, dass ich langsam Kopfschmerzen kriege. Und das ist meistens, weil ich zu wenig trinke. Jetzt habe ich das alles auf einmal getrunken und jetzt habe ich einen absoluten Blubberbauch. Wenn ich so mich bewege, dann spüre ich richtig, wie das Wasser so in meinem Bauch so hoch und runter schwappt. Jedenfalls schminke ich mich jetzt mal ab. Ich benutze dafür, as always, mein Maybelline Augen-Make-up-Entferner. Spezial Waterproof. Das ist der beste Augen-Make-up-Entferner, weil ich ja immer wasserfeste Wimperntusche benutze. Ich benutze seit Jahren nichts anderes. Ich liebe den über alles. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwas drin. Irgendwas an Öl, was absolut mega gut für meine Wimpern ist. Weil immer, wenn ich das benutze, dann habe ich gefühlt längere und stärkere Wimpern, als wenn ich mich zum Beispiel mal eine längere Zeit nicht schminke und dadurch halt den Augen-Make-up-Entferner nicht benutze. Oder mich irgendwie mal mit Abschminktüchern oder sowas abschminke, was sowieso Horror für die Wimpern ist. Sobald ich das mal eine Zeit lang nicht benutze, aus welchem Grund auch immer, merke ich direkt einen Unterschied, dass meine Wimpern kürzer werden. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich glaube nicht. Und es ist auch nicht so teuer. Es kostet bei DM mehr. Bei DM kostet es irgendwas mit 3 Euro. Ich bestelle das immer bei Amazon und dann direkt 10 Stück, weil das da nur 2,75 Euro kostet, was günstiger ist. Und das mag ich. Ich mache immer so eine richtig dicke Menge auf das Wattepad drauf. Also jetzt eigentlich mega dick, aber schon viel. Und lasse das dann erstmal auf den Wimpern einwirken, weil die wasserfeste Wimperntusche ist echt mega hartnäckig und die lasse ich dadurch dann erstmal so ein bisschen aufweichen. Und dann geht das mega smooth. Und dann reibe ich auch nur so ganz vorsichtig, damit meine Wimpern bloß nicht abbrechen oder rausreißen oder sowas. Weil meine Wimpern, die sind mir heilig, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich habe das Gefühl, ich sehe, wenn ich keine Wimperntusche drauf habe, so krass anders aus. Aber halt auch nur, wenn meine Wimpern so lang sind, wie sie halt jetzt gerade sind. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Und was ich auch aktuell benutze, ist das hier. Das ist ein Wimpernserum, aber ich benutze Wimpernserum wirklich nur so, keine Ahnung, einmal die Woche oder so. Also wirklich super selten. Am Anfang muss man es öfter benutzen, aber ich glaube, das ist nicht gut für die Wimpern, dauerhaft jeden Tag Wimpernserum zu benutzen, da ich ja dauerhaft länger haben möchte, habe ich für mich gemerkt, dass es gut ist, das einmal die Woche zu benutzen, nach einem Monat ungefähr. Also den ersten Monat habe ich schon konstant jeden Tag benutzt, seitdem aber jetzt wirklich nur noch voll selten. Das ist von Refecto Seal Lash and Brow Booster. Und das war mal eine Zeit lang, glaube ich, mega gehypt auf TikTok. Oder ist es auch immer noch? Ich habe das bei irgendeiner TikTokerin mal gesehen, dass sie das benutzt hat. Dann habe ich mir ein paar Reviews durchgelesen und dann habe ich es mir auch bestellt. Und meine Schwester meinte dann irgendwann zu mir, dass so krass viele damit mit dieser Marke Kooperation machen und so, dass das fast schon unglaubwürdig ist, ob es wirklich funktioniert. Keine Ahnung, für mich funktioniert es. Es ist mega teuer. Es ist absolut teuer. Aber ganz ehrlich, Leute, Wimpernserum hält wirklich, wirklich lange und die guten sind meistens ja wirklich sowieso eh teuer. Ich habe früher mal dieses Revita Lash benutzt. Das auch irgendwie 60 Euro gekostet oder so. Das hier, glaube ich, hat auch 60 Euro gekostet. Ah, das war das Ding. Meine Schwester meinte zu mir, ob ich das mit einem Code bestellt habe oder einfach so, weil ich habe mir das bei Amazon, glaube ich, geholt. Und halt ohne Code, logischerweise, weil ich gar nicht wusste, dass das so ein Influencer-Produkt ist. Und dann habe ich danach so gesehen, als sie mir das erzählt hat, dass es so viele 20% Gutscheine oder Codes für dieses Wimpernserum gibt. Und ich habe das einfach für 70 Euro oder so bestellt und dachte mir danach wirklich so, ach du Scheiße. Hätte ich das gewusst, aber da war es schon zu spät, habe ich schon benutzt. Ich benutze übrigens im Moment dieses Get Rid Of von Salted. Das ist so ein Gesichtsreinigungszeug. Das haben die mir zugeschickt und ich probiere das im Moment aus und bis jetzt finde ich es richtig geil. Vor allen Dingen, weil das so als Schaum da rauskommt. Ich liebe Schaum. Und jetzt benutze ich nur noch meine Creme. Das ist die Vaso-Creme von Shiseido. Die liebe ich über alles. Die ist leider absolut extrem teuer. Nämlich geisteskrank teuer. Für so eine
blöde kleine Creme. Aber das ist die beste Creme, die ich jemals benutzt habe. Benutze die immer nur, wenn es kälter wird. Im Sommer benutze ich die nicht, weil das ist mir zu teuer. Ich glaube, kostet 40 Euro oder so. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das diese Giga Hydrating Rich Cream. Aber wie satisfying ist es bitte, Leute? Guckt mal, wie krass sauber sich die Creme so zu einem Mini-Klacks gemacht hat. War die Creme von allein. Okay, ich bin fertig. Und ich gehe jetzt schlafen.